Ja, aber wenn was ist, dann habe ich es gleich mal drauf, ne? Jede Scheiße aufnehmen. Ja, du hast recht. Du weißt nie, wann was passiert. Du weißt nie, wann was passiert. Genau, und mit diesen Worten sind wir jetzt auch direkt wieder zurück beim Gefängnisausbruch. Bei den glorreichen Vier. Im glorreichen Vier. Du meinst die Verlierer Vier, die eine Stunde für den simpelsten Teil brauchen. Ah, Bier. Von der Freundesliste. Alice ist beschäftigt. Gibi, Einladevorgang, der ist noch nicht online. Ich bin Raphael gejoint. Ist eingeladen. So, jetzt hier, Einladung, ja. Klar. Ah, da ist er. So, dann Alice, was machst du? Dann gibt's von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu GTA-Grausamkeiten, würde ich mal sagen. Das steht, ich habe keine gegenwärtigen Crew-Einladungen. Keine Crew-Einladung, du brauchst, was machst du gerade? Ich lauf hier rum. Du läufst rum. Ich habe dich jetzt nochmal eingeladen. Okay. Du musst wo sieht man's? Auf dem Handy. Sorry. Alles gut. Okay, dann ist Alice auch gleich wieder am Start. Und dann geht's weiter mit unseren Grausamkeiten in GTA. Ich glaube, man kann sich an unsere letzten vier Folgen erinnern. Die letzten vier Folgen waren schon grandios beim Versagen her. Ich bin gespannt, wie es diesmal wird. Habt ihr alle volle Ausstattung, volle Munition, volle Panzerung gekauft? Dann ist gut. Dann können wir loslegen. Fangen wir doch mal einen Bus, oder? Dann fangen wir einen Bus. Ich freue mich schon. Das wird bestimmt super. Ich mag Büsse. Ich mag Züge. Züge sind wirklich super. Ich baue Züge. Du baust Züge? Ja. Was? So, Also ich baue Holz. Nee, meine Tattoos muss man sehen. Ich find's was? Cool. Früher dachte ich mir, als ich die Tattoos eingestellt habe, oh, wie cool wäre es, so Tattoos zu tragen. So. Jetzt tatsächlich ist der eine Arm fast voll. Warte mal, wo bin ich? Ach, ich bin da hinten und ich guck da auf die falsche Person. Hupsala. Ich lass die alte Mr. X Maskerade an am besten. Das passt auch. Kuruma gepanzert, genau. Das will ich haben. So. Ich werde mir auch vielleicht nochmal ein Tattoo machen lassen. Ich hab schon. Also in Wirklichkeit. Ja, in Wirklichkeit. Ja, Tattoos tun weh, das stimmt. Mhm. Muss ich mir aber noch aber ich hab was. Eben Stick and Poke gemacht, das war mega ekelhaft. Echt? Ah. Ja. Okay, also bei mir ganz klassisch. So ein Japan-Band. Ja, ich lass das. Ah, cool. So, die Gang ist wieder auf dem Weg. Ah, das ist nebelig. Bisschen nebelig oder sieht das nur so aus? Ich glaube, da ist mein blauer Kuruma. Der unrated Kuruma. Yeah. Ich steig im Kuruma ein. Safety first. Warum steigt ihr da hinten ein? In dem Billigauto? Wollt ihr wirklich? Wir fahren nur vor. Der Stück muss man ja jetzt auch wirklich nicht laufen. Alter. Also die 5 Meter zu Fuß gehen, da gehe ich lieber die 5 Meter zu meinem Auto und fahre dann mit dem vor. 4 Meter, ja? Bitte. Ja. Also wenn, dann fahre ich schon ganz durchs Haus vor meiner Wohnungstür, oder? Ja. Du musst dir, was haben sie mal in Grand Tour gezeigt, so ein Mini-Auto, nicht mal einen Meter lang, nicht mal einen Meter breit. Mit dem kommst du in jedes Gebäude rein. Ich bin so für so ein Schienensystem im Haus, wo man quasi seinen Schreibtischstuhl dann überall durchrollern kann. Jo, das wäre geil, mit Motor hinten dran. Und Wasserkühlung. Aber so richtiger Dieselmotor, dann so daff, 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 daff. So richtig schon der Alte von einem alten Johnny, oder? Oh, mit dem muss ich auf alle Fälle in die Tuning-Werkstatt noch. Da fehlt noch einiges. Ich hätte gerade schon wieder ein Auto gesehen, was mir geklaut hat. Oh, guck mal, Mercedes. Ja, im Wagen ist es auf jeden Fall zu hell, so wie er seine Augen zukneift. Warte. Also ich glaube, dem geht's auch nicht. Da runter. Genau. Der hält es wenigstens aus. Jo. Keine Schramme.
Heide. Natürlich nicht. Das war hart. Die Ampel muss halt weg, ne? Wer braucht Björn, du Ampelmann, Hampelmann. Autsch. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Brauchen wir dann diesmal länger, oder? Ah, das macht mir immer noch Spaß. Wir haben jetzt die Polizei am Hals. Ach, ist schlecht, wenn wir direkt nach Gefängnis bussen. Gib Gas. Egal. Ich bin Maske aufsetzen. Und zwar, genau, der Bus, der wird begleitet von Hubschraubern. Hat irgendwer Raketenwerfer dabei? Ich auch. Natürlich dabei. Immer dabei. Aber ich hab eine Pistole. Oh, ja, da hinten also, kommt die Polizei, da hinten kommt die Polizei. Nach ich, der Mission wird für Alice auf jeden Fall. Ja, ich fahr da rechts. Ich fahr rechts. Ich muss noch mal shoppen gehen. Ich fahr mal rechts. Cool, hoch. Ich bin Schläger. Damit wir keine Probleme bekommen. Darf ich den Heli abballern? Warte, noch nicht. Noch nicht, warte, bis wir keinen. Ich bin Trigger Happy. Hört auf zu schießen. Ich schieß nicht mehr. Achso. Aber ich hab. Muss mal. Wo bist du? Nee, nicht das Auto unten. Alter, nein. Bleib drin. Komm. Oh, die kommen hoch, glaube ich. Oder? Okay, einsteigen. Nee, ich komm zurück. Hoch. Wartet auf mich. Sie kommen. Gib Gas. Jetzt haben wir keine. Okay, jetzt geben wir Gas, jetzt fahren wir da runter und den Bus holen. Okay, Action, Leute. Also ich habe den Raketenwerfer schon ausgewählt. Ich hab vergessen, wie man Waffen auswählt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal anfange, Leute zu schlagen. Bevor ich... Naja, ist auch ein Anfang, so ein Schaden macht, ne? Darf ich? Warte. Darf ich? Warte. Wir fangen den Bus ab und du gehst raus und schießt dann direkt los. Okay. Da vorne fährt der Gefängnisbus, einen Augenblick. Ich versuchte, den Fahrer rauszuschießen mit der Pistole. Okay, das ist schon mal gut. Ich spring raus, roll raus und versuch dann. Na, warte, aber ich darf nicht so schnell fahren, langsam. Einnehmen. Da ist mein Ziel. Auf gleiche Höhe auffahren und dann den Fahrer erschießen. Noch ein Stück näher ran. Ja. Okay, und. Langsamer. Jetzt, go. Getroffen. Ist er tot? Ja, er ist tot. Okay. Bleibt drin. Ihr könnt auch drin bleiben und schießen. Nicht aber mit okay, dem Raketenwerfer. Jetzt. Wer fährt okay, den, Bus? Den Bus? Hä? Ah! Aua! Hab den Bus! Ich muss ihn. Steig ein! Okay, ich bin im Kuruma. Okay, let's go! Okay, und jetzt müssen wir die Cops loswerden. Alice, kümmere du dich um die Cops. Ich probier's! Wir haben keine Türen mehr! Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Türen. Ich glaube am besten, Raphael, irgendwo rechts rein in die Pampa oder links oder wie auch immer. Oder in den Gegenverkehr natürlich, das ist auch sehr mutig. Okay, gut, dass wir angeschnallt sind. Schnallt euch immer an, Kinder. Weißt du, wie ich bequem da hinten drin sitze, so die Hände verschränkt auf dem Schoß. Hier findet uns niemals jemand. Die Züge von hinter uns? Ich glaube ja. Nein. Ich weiß. Nein, von vorne. Um die Cops abzuschütteln. Das sieht gut aus. Fühlt sich gut an. Es vibriert. Mein Gamepad vibriert. Warte mal, ich muss es mir woanders hinlegen. Wo hast du es denn bitte schön liegen? Meinen Händen. Natürlich. Also. Ich habe meine Hände. Hey, guck mal, die haben noch eine Straßensperre aufgemacht. Hippie, wie schaut's aus? Wir sind am Abschütteln, aber sie haben wieder aufgeschossen, verdammt. Wir sind sie los. Wir aber sind sag sie mal, los. Hippie, warum trägst du eigentlich deine Maske nicht? Guter Punkt. Holen wir mal die eben wieder auf, oder? Was muss man nochmal drücken für Maske tragen, Björn? Steuerkreuz nach. Links. Ja, links. Ja, links.
Ach, ja. war das nicht die Straße, Raphael, Alter, in der Mila geendet hat? Ja, sind wir da nicht irgendwie gefahren? Ich glaube, das war die Straße. Ich glaube, das war die Straße, ja. Tatsächlich, muss ich sagen, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das muss ich jetzt an der Stelle erzählen. Oh. Vielleicht freut sich derjenige. Denn wir haben auf der Arbeit einen Fanboy. Gibi, bitte nicht. Ja, ein Moment. Das bekomme ich auch. Gibi! Ja, fast. Das ist sehr suboptimal. Gibi, du machst es schlimmer. Komm, ihr werdet doch den Bus verstecken können, oder? Nein! Schade, dass wir da nichts sehen. Hier werden sie uns niemals finden. Wo seid ihr? Wir sind unterwegs! Wir sind schon weggegangen, Leute. Aber kommt der Bus nicht mehr raus? Hey! Ja, geschafft! Ja! Jawohl! Jetzt muss ich ja nur noch mal irgendwie rauskommen. Wo seid ihr, Jungs? Ich sehe bloß den blauen Punkt vor mir. Bin ich richtig? Du bist der blaue Punkt dabei. Nein, der blaue Punkt vor mir. Ja, ich weiß, ich meine das Auto, den Kuruma, du bist der blaue Punkt. Ich such grad sie. War ich richtig? Hast du gut gemacht, Gibi. Ja. Gibi. Der Salto-Wand war nicht ganz notwendig, aber er hat... Seid ihr im Ozean gelandet, was? Ja, also... muss man alles relativ sehen, in meinen Augen. Alter, wo seid ihr hin? Ich will das sehen! Wir haben überlebt! Ja, wir haben überlebt. Das Witzige war es zu hören, das war schon spannend genug. Und dabei die Stunt-Einlagen von Raphael, pass auf, da unten ist der Ozean. Ja, ich weiß, ich will, aber das ist eine Straße davor. Da will ich hin. Fahr lieber ein bisschen links, will ich, weil da unten ist. Piep. Da ist eine Brücke. Also, bis jetzt hat das besser funktioniert als die letzte Mission. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Meine Herausforderung. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Genau so sieht's aus. Ey. Ja, das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein! Nein, das nicht. Ja, jetzt. Wo sind die denn eigentlich? Langsam wenden. Ja, jetzt ganz mal gut. Ich mach mal diesen Ding. Warum die sind, ist dann riesig von der Kuh? Ihr seid da! Die sind schon auf dem Weg. Die haben ja jetzt auch diesen Checkpoint wahrscheinlich. Ja, wir müssen den einfach Gas geben. Noch abliefern. Wir haben also, das ist furchtbar. Man merkt mir das Alter schon richtig an. Ich gehe auf die 40 zu in wenigen Monaten und ich erkläre Raphael, dass er bitte vorsichtig fahren soll. Bitte fahr normal, mein Herz. Das macht nicht mehr mit. Ich fühle das sehr. Was? Hallo? Ich bin ein sehr verantwortungsvoller Fahrer. Du meinst abgesehen von dem Salto? Ja, aber... Ihr habt einen Salto mit dem Bus gemacht? Ja, aber also, wir haben sie abgeschüttelt. Das ist also, das, was zählt. Ich will Salto nur definieren. Ihr macht kein... Ja. Ihr meint nicht eine Rolle. Ihr habt wirklich einen Salto gemacht. Nein, also eine Rolle. Achso, ja dann. Rolle. Was wir mit ihm abgeschüttelt? Es war eine Rolle in den Strand hinein. Und da haben sie uns nicht gefunden. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so blöd sind und uns einfach auf den Strand stehen. Geronimo! Wir haben einfach outside of the box gedacht. Hi! Ja, lustig. Trick. Wie viele Stunts haben wir gemacht? Ja, die kann man im Fahrzeug, glaube ich, nicht aufziehen. Oh, echt? Warte, einen Moment. Ich steig nicht raus. Bleib stehen. Warte, Maske anziehen. Ja, okay, dann steige ich jetzt auch aus und ziehe die Maske an. Habt ihr noch nicht die Maske an? Doch, ich schon. Ich auch. Jetzt sitze ich vorne, nein. Ich kann sie nicht mehr anziehen. Ja, ich auch nicht. Ah, okay, alles klar. Dann setze ich mich mal vorne hin. Wollt ihr mit? Hier ist Fanny. Ah, nee, sie müssen doch den Bus fahren. Ah, ja, stimmt. Ja, Leute, bei euch so. Ja, bei uns auch so Überschläge. Ja, das muss an den blauen Fahrzeugen liegen. Ich glaube, die blauen haben so blau. Das Witzige ist,
da vorne ist er losgefahren. Von der Polizei, vom Gefängnis aus, meine ich. Und da muss man abstellen. Weißt du, Luftlinie, ja, nicht mal einen Kilometer. Die merken es auch sicher nicht. Aber warte mal. Nee, das. Ah, ups, da war die Einfahrt. Der hält es aus. Easy. Ja, easy. Mega easy. Easy, wir haben es geschafft, das gibt's ja nicht. Das erste Mal auf den ersten Versuch. Und das innerhalb von 15 Minuten. Ja, ich bin stolz auf uns. Ich rechne immer in Folgen. Folge ist gleich 15 Minuten, normalerweise. Ich glaube, die erste Mission müssen wir komplett so. Wieder, oder? Platin! Ach, ja, das meine Fahrkünste habe ich natürlich Gold erhalten. Logisch. Easy. Ja, großartig. Großartig. Neues Level! Aua. Ich habe Lachkrämpfe. Ach ja, wenn wir jetzt alle, ich hoffe, wir kommen jetzt alle zusammen an einer Stelle raus, dann lasst uns mal noch kurz shoppen gehen. Mexican zusammen machen. Zusammenstehen und alle gleichzeitig eine Geste machen. Wie ging das nochmal? Also mit dem Gamepad ist es, glaube ich, L und das R bringt mir drei gleichzeitig drücken. Das bringt dir rein gar nichts. Ich drück B, dann zeig. Ich bin einfach allein. Ich lade noch. Ja, bei mir lädt's noch. Ich lade noch. Björn, du bist einfach zu gut für unsere Rechner. Ich wollte mir jetzt dann wahrscheinlich mal eine Quattro auch holen. 32 GB sind schon. Schmeckt. Ja gut, aber die hat Raphael auch. Also ich glaube, das ist einfach unterschiedlich. Es liegt vielleicht an meiner Internetleitung. Was vielleicht, weil wir eigentlich zu dir reingeträumt sind. Ah, das kann sein, weil ich hab eine extrem schnelle Internetleitung. Was ist denn für eine? Ja, ich auch. Ich hab die Alice auch hat. Was habt ihr denn für eine? Eine Million. Eine Million? Ja, es gibt ja die... Gigabit. Ja, ein Gigabyte. Ach so, okay, Leitung. Ja, sowas habe ich nicht. Ich habe eine 80er und nächstes Jahr eine 120er. Ja, das reicht aber auch, sollte auch. Aber vor allem österreichweit, ich bin nicht kabelgebunden. Kein Funk. Und darüber läuft auch noch mein Server, das ist vielleicht nicht immer schlau. Okay, also ihr seid hier nicht. Ah, ich bin bei der Bar. Aber warte. Ich bin auch bei der Bar. Das ist auch bei der Bar. Aber seid ihr alle bei der Bar, aber nein, nicht bei mir. Ich bin in der öffentlichen Lobby. Alle mal zu Björn. Alle mal zu Björn. Ey! Sorry, das wollte ich nicht. Björn, ich kann dir wieder nicht joinen. Was machst du denn? Du kannst mir wieder nicht joinen. Nein. Ich bewahre dein Geld für dich. Warte mal. Dann lade ich euch alle ein. Sorry. Was hier den Besten? Spieleinladung senden. Ups, hab ich nicht umgekehrt. Ebi, Spieleinladung senden und... Raffi, Spieleinladung senden. Yo! Da kommt irgendeine. Ah, warte mal, ich nehme da mal kurz mit dem auf. Sozial! Da Spieleinladung annehmen. Wo? Wieder unter Home. Oder wie es in der Schweiz ist, unter Home und unter der deutschen Post 1. Deswegen, bis wir dann wieder soweit sind, würde ich sagen, verabschieden wir uns von der Runde und sehen uns dann demnächst wieder beim Raphael. Bei GTA Horror. Ja, bis dahin. Ciao. Bis dann, ciao. Tschüss. Hat er Spieleinladung.